Jo, was geht? Kleines Update-Video mal wieder. Als allererstes mal, es tut mir scheiße leid, dass so lange jetzt nichts kam. Das lag einfach daran, dass ich ziemliche Probleme mit der Technik hatte. Mein PC hat so halb den Geist aufgegeben. Der ist einmal runtergefallen und ist genau auf die Ecke gefallen, wo der Startknopf ist. Das heißt, es ist jedes Mal voll schwierig, den anzumachen. Das dauert so 10 Minuten, man muss so wie so ein Irrer darauf rumdrücken. Und meine externe Festplatte hat auch komplett den Geist aufgegeben. Das heißt, ich kann keine Daten mehr sichern. Und ja, deswegen konnte ich jetzt in letzter Zeit halt so gut wie gar nichts filmen, weil ich den Scheiß eben nicht speichern konnte. Und dazu kommt noch, dass ich jetzt in Australien bin. Mittlerweile seit, ich glaube, seit heute 2 Monaten bin ich in Australien. Dazu aber dann später Videos. Wobei ich in, ja, wie gesagt, in der Zeit so gut wie gar nicht gefilmt habe bis jetzt. Das heißt, da wird eine kleine Lücke geben. Das lag einmal daran, dass eben meine ganze Technik halbwegs am Arsch war und ich auch irgendwie in der Zeit gerade nicht so viel Bock hatte zu filmen. Ich denke, ich werde das jetzt wieder anfangen. Und ja, ich konnte nicht so viel hochladen, weil ich viel unterwegs war. Und es ist lustigerweise in Australien verdammt schwierig ist, gutes Internet zu finden. Also in den meisten Hostels muss man für Internet zahlen und das nicht zu knapp. Also das ist scheiße teuer. Das Krasseste, was ich gesehen habe, war für 15 Minuten Internet 1,50 $. Und ich kann es mir nicht leisten, so viel zu zahlen, um meine Videos hochzuladen. Und außerdem ist das Internet, wenn man dann mal welches hat, mega scheiße meistens. Totaler Unterschied zu Asien, also zu Thailand zum Beispiel, weil man da überall kostenlos in jedem Gasthaus und Hostel quasi ziemlich gutes Internet hat und man ohne Probleme da Videos hochladen kann. Ja, das geht zurzeit nicht. Jetzt nach 2 Monaten lebe ich gerade in einem Sharehouse und hier habe ich Wi-Fi, was gut genug ist, um die hochzuladen. Und ich denke, ich werde auch erstmal hier bleiben. Im Moment arbeite ich auf einer Farm. Da kommt nicht so viel Kohle rum, aber dazu auch später mehr. Aber naja, wie gesagt, jedenfalls habe ich hier Internet und blablub, werde hier erstmal jetzt gucken, dass ich hier einige Videos hochlade und auch schon ein bisschen weiter filme und schneide und so weiter, weil ja, gut an einem, ein bisschen was an einem Ort zu bleiben, tut dem Laptop mal was gut, weil das ist, glaube ich, nicht für Reisen gemacht. Und ich gehe davon aus, dass es die Reise auch nicht überlebt. Das heißt, dass es irgendwann kaputt gehen wird und dass das dann erstmal mit Videos war. Ist denn nicht, kaufe mir Neues, aber ja, das werde ich dann sehen. Soweit dazu erstmal. Ja, noch eine Sache, die am Laptop kaputt ist. Die Tastatur funktioniert nur noch halb. Das heißt, es ist voll schwierig, was zu schreiben. Ich muss das die ganze Zeit mit der Bildschirmtastatur machen und das ist mega anstrengend. Deswegen kann ich meinen Blog, den ich schriftlich geführt habe, auch nicht weiterführen. Da ist jetzt auch schon der Herr irgendwann, als ich in Myanmar war, habe ich aufgehört damit. Ist schade, vielleicht greife ich das irgendwann nochmal auf, aber im Moment kann ich das halt nicht machen. Aber ich habe jetzt überlegt, mir eine Twitter-Seite zu machen, beziehungsweise ich habe mir eine gemacht, ich habe mich aber noch nicht wirklich damit auseinandergesetzt, wie das läuft. Ich blende euch dann den Link ein und ja, das kann ich halt von meinem Handy aus aktualisieren und vielleicht ja, kommt da mal. Oder ich habe vor, darüber mal irgendwie. Falls mir jemand folgen will, darüber irgendwelche, was ich gerade mache, den ganzen Scheiß halt irgendwie so zu verbreiten. Den beiden ganzen tollen, interessanten Tagesablauf. Also ähnlich wie der Blog. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Ich habe eben gesehen, fast 200 Abonnenten mittlerweile. Vielen Dank dafür. Und ja, bleibt dran, auch wenn zwischendurch mal wieder Pausen sind. Ich habe es ja quasi vorher angekündigt. Und jetzt war, glaube ich, eine Pause von 2 Monaten. Aber jetzt geht es erstmal weiter und bleibt dran und danke fürs Zuschauen. Und kommentiert ruhig, ich freue mich drüber. Alles klar. Bis denn.